Herr Präsident, meine Damen und Herren! Blühender Patientenhandel. Ärzte verkaufen Kranke an Kliniken. Fürs Auto zahlt das Sanitätshaus. Der Patient als Ware. Kliniken zahlen Kopfgeld für Patienten. Ich kassierte 10% von jeder Operation. Alle Ärzte machen das so. Wir kassieren bis zu 800 Euro Kopfprämie. So oder so ähnlich klangen in den letzten Tagen die Schlagzeilen in den Medien. Bekanntlich wird zurzeit in der öffentlichen Debatte wieder einmal über die Korruption im Gesundheitswesen diskutiert. Auslöser waren diesmal Berichte über sogenannte Fangprämien der Krankenhäuser. Die Kliniken, so konnten wir es lesen, lassen niedergelassenen Ärzten für lukrative Einweisungen Geld und/oder Sachgeschenke zukommen. Diese Verfahrensweise sei laut Insidern schon seit Jahren im deutschen Gesundheitssystem üblich. Bei Krebserkrankungen zum Beispiel erhalten die Kliniken Zehntausende Euro pro Fall. Gerade in diesem Bereich sei die Behandlung der Patienten lukrativ und entsprechende Vergütungen an überweisende Allgemeinmediziner wären üblich. So die Frankfurter Rundschau in ihrer Ausgabe am 3. September diesen Jahres. Die Zahlungen dieser Schmiergelder würden im Rahmen von Serviceverträgen, hierbei werden zum Beispiel fiktive oder tatsächlich durch niedergelassene Ärzte erbrachte Leistungen zu überhöhten Preisen abgerechnet oder aus öffentlich nicht bekannten Kassen der Krankenhäuser geleistet. Diese schwarzen Kassen der Kliniken speisten sich zum Beispiel aus Überschüssen der sogenannten Fallpauschalzuweisung. Gängig wären auch das Angebot einer Urlaubsvertretung in der Arztpraxis oder Sachgeschenke. Ebenfalls berichtet durch die Frankfurter Rundschau am 3. September 2009. Der Straftatbestand der Bestechlichkeit bzw. der Bestechung ist in § 299 Strafgesetzbuch geregelt, findet aber auf Ärzte keine Anwendung, da nur Angestellte oder Beauftragte eines geschäftlichen Betriebes bestraft werden. Die Staatsanwälte hingegen sehen die Ärzte nicht als Beauftragte der Krankenkassen. In diesem Zusammenhang soll es derzeit keine laufende Anklage gegen einen Arzt geben. Eine Klarstellung des Paragraphen wäre da erforderlich und wünschenswert. Gleichwohl könnten die Krankenkassen die Zahler von Bestechungsgeld wegen Betruges anzeigen. Auch das können Sie in den Medien lesen. Ein bisschen Licht am Horizont zeigt sich doch. Zumindest die Betriebskrankenkassen haben seit einigen Jahren eigene Korruptionsbeauftragte und fordern dazu auf, Verdachtsmomente auf Unregelmäßigkeiten gegebenenfalls anonym mitzuteilen. Hier können Sie auch bei den Betriebskrankenkassen einfach mal auf die Netzseite gehen. Die machen sogar Anzeigen und rufen die Bevölkerung auf, korrupte Schweine zu nennen. Die Diskussion um die Fangprämien beleuchtet allerdings nur einen kleinen Bereich der offenbar weit verbreiteten Korruption im Gesundheitswesen. Allerorten schmiert eine Hand die andere. Von Betrug mit Versicherungskarten, unzulässigen Rabatten der Pharmaindustrie gegenüber Ärzten, Kliniken und Apotheken, Abrechnungsbetrug bei Heil- und Pflegemitteln, Abrechnungsbetrug bei Pflegediensten, Abrechnungsbetrug von Apothekern und Ärzten bei Krankenkassen bis hin zur Arzneimittelfälschung. Die Organisation Transparency Deutschland beklagt seit längerer Zeit korruptions- und betrugsanfällige Strukturen im Gesundheitswesen, hier in dieser BRD. Aufgrund der besonderen Sensibilität der Öffentlichkeit beim Thema Patientenfang und Korruption im Gesundheitswesen allgemein einigten sich binnen weniger Tage die Bundesärztekammer, die Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche Bundesvereinigung auf die Einrichtung sogenannter Clearingstellen. Man kann es ja nicht deutsch ausdrücken. Diese Instanzen sollten zukünftig illegale Prämienzahlungen verhindern. Wie genau diese Prüfstellen arbeiten wollen und wie eine Überprüfung genau praktiziert werden soll, bleibt allerdings vorerst genauso im Dunkeln wie die seltsame Geschäftemacherei im Gesundheitswesen an sich. Ohnehin beleuchten diese Clearingstellen, wenn überhaupt, nur die Thematik niedergelassene Ärzte und Kliniken. Der ganze restliche Korruptionssumpf im Gesundheitswesen dürfte damit nicht einmal ansatzweise trockengelegt werden. Eine echte Aufklärungsarbeit kann im Übrigen schon deshalb nicht erwartet werden, da die beteiligten Institutionen kein echtes Eigeninteresse hieran haben dürften.
Die Hauptbetroffenen, die Patienten und die Kostenträger, die Krankenkassen, sind bei dieser Aufklärungsarbeit in Anführungsstrichen ohnehin außen vor. An den zuvor genannten Beispielen wird sehr deutlich, dass sich in den letzten Jahrzehnten nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern eine Medizinmafia gebildet hat, die offensichtlich außerhalb jeglicher funktionierender Kontrollapparate Schäden im Gesundheitsbereich in Milliardenhöhe zu verantworten hat. Die Politik schaut diesem Treiben bislang verantwortungslos zu. In der Öffentlichkeit, vornehmlich noch in einigen wenigen Medien, wird zunehmend geäußert, dass diesen kriminellen Strukturen nicht mit den bestehenden Prüfungseinrichtungen wirkungsvoll beizukommen ist. Es ist nicht mehr zu leugnen, auch von den politisch Verantwortlichen nicht, dass die bisherigen Kontrollinstanzen auf weiter Linie versagt haben. Das Vertrauen über die Rechtschaffenheit der Verantwortlichen im Gesundheitsbereich ist bei den Bürgerinnen und Bürgern im Land auf einem Tiefpunkt angekommen. Insbesondere auch im Bereich der Zusammenarbeit zwischen den Kliniken und niedergelassenen Ärzten fehlt es an jeglicher Kontrolle. Auch die nun eingereichten Prüfungsstellen, diese sogenannten Clearingstellen, sind als Kontrolleinrichtung kaum geeignet, da, wie bereits gesagt, im Eigeninteresse eine echte Aufklärungsarbeit nicht zu erwarten ist. Es ist festzustellen, dass das Gesundheitssystem der BRD sehr leicht von Abzockern ausgesaugt werden kann. Die NPD-Fraktion fordert daher die Landesregierung, speziell das Ministerium für Soziales und Gesundheit auf, eine gesonderte Abteilung zur Korruptionsbekämpfung im Gesundheitswesen einzurichten. Diese Abteilung soll die Überprüfung von Verträgen und Vertragsleistungen, insbesondere zwischen Kliniken und niedergelassenen Ärzten, obliegen. Schwerpunkte der Abteilung sollte die Prüfung von Gesundheitseinrichtungen jeglicher Art, Apotheken, Pflegediensten, Wohlfahrtseinrichtungen, Krankenkassen, Anbietern von Krankentransporten sowie des Einsatzes von Heil- und Pflegemitteln sein. Hierzu gehört auch die Prüfung von Abrechnungen auf rechnerische und sachliche Korrektheit. Da wie dargelegt die Prüfstellung, also die sogenannten Clearingstellen, wenn überhaupt nur halbherzig arbeiten werden und zudem auch nur einen Teilaspekt der Korruption ausleuchten, stellt sich nach wie vor die Frage nach einem wirkungsvollen Instrument der Kontrolle. Neben der Schaffung von Schwerpunkt Staatsanwaltschaften für Korruptionsfälle im Gesundheitswesen, die ja auch auf Landesebene unter Umständen möglich sein dürfte, in Frankfurt gibt es beispielsweise in Frankfurt am Main eine, sowie der Schaffung des Straftatbestandes der Bestechlichkeit bzw. der Bestechung von Ärzten, bietet sich eine Abteilung zur Korruptionsbekämpfung im Gesundheitsministerium an. Eine solche Abteilung sollte zum einen dann tätig werden, wenn konkrete Verdachtsmomente durch Hinweise vorliegen, zum Beispiel von Krankenkassenbehörden, Beteiligten im Gesundheitswesen, aber auch von Patienten. Zum anderen aber auch in Form von Stichproben und unangemeldeten Betriebsprüfungen. Ihre unabhängige Handlungsweite unter Beweis stellen.